Für mich steht das Hamburger Büro für Tradition, für den gewerblichen Rechtsschutz und für Teamgeist. Mit dem Hamburger Büro verbinde ich Wachstum, Verbundenheit und großartige Mandanten. Weltoffenheit, Zukunftsorientierung, Team Spirit. Hamburg in drei Worten. Tradition, Cutting Edge, Toleranz. Das Office Mitte der 60er Jahre hatte natürlich praktisch keine technischen Hilfsmittel. Die großen Weichenstellungen waren in der Internationalisierung. In den letzten 50 Jahren ist das sehr ausgebaut worden. Die Hamburger Sozietät war von Anfang an Motor auf unserem Weg in eine globale Sozietät. Für unsere Mandanten bedeutet das, dass wir noch besser grenzüberschreitende Beratung aus einem Guss anbieten können. Ich halte die langjährigen Verbindungen zum Mandanten für sehr wichtig. Ein Beispiel ist Lego, die wir seit über 50 Jahren beraten. Den Hamburger Standort zeichnet besonders aus, unsere sehr lange Tradition, insbesondere im Bereich IP. Zudem sind wir sehr stolz darauf, in den letzten Jahren viele junge Talente nach vorne gebracht und zu Partnern gemacht zu haben. Das wirklich zentrale Thema für uns in Hamburg und überall sonst sind die Menschen, mit denen wir arbeiten. Talent und ein Team. Wenn wir das erreichen, erreichen wir alles. Innovation, die nächste Stufe in unserer Entwicklung und Mandantenbindungen, die wir wirklich wollen und fördern. Mit unseren neuen Räumlichkeiten sind wir in der Lage, unseren Mandanten mehr Konferenzräume, mehr Meetingmöglichkeiten auf dem technologisch neuesten Stand zu bieten. Gleichzeitig haben wir auch das gesamte Büro technologisch upgegradet und fit für die Zukunft gemacht. Themen, die unsere Mandanten derzeit umtreiben, sind Globalisierung, Digitalisierung, Supply Chain Disruption, Artificial Intelligence. Wir kommen unseren Mandanten entgegen, indem wir beraten zu Themen wie Digital Health, Blockchain, Autonomous Driving. Was unterscheidet uns von anderen Kanzleien? Das ist unsere Industriegruppenfokussierung. Unsere Mandanten sind globale Unternehmen, die als Ganzes beraten werden wollen. Kriterien für den zukünftigen Erfolg unserer Sozietät. Tiefe Kenntnis der Industrien unserer Mandanten. Praktisch lösungsorientierte Zusammenarbeit zwischen den Anwälten, Büro und grenzüberschreitend. In Zukunft sehe ich vor allen Dingen eine sehr starke Technologisierung von Rechtsberatungsleistungen und Fälle werden noch internationaler, noch mehr über Landesgrenzen hinweg sich abspielen. Wir sind eine der innovationsstärksten Kanzleien weltweit. Für uns ist Legal Tech eine Selbstverständlichkeit. Wir schauen uns Legal Tech ganz genau an. Wir sind bereit für Neues, wir probieren neue Sachen aus, werden aber nicht auf jeden Zug aufspringen. Wir sehen dem Umbruch, der durch Legal Tech ohne Zweifel über unseren Markt hereinbrechen wird, mit Freude entgegen und nehmen an führender Position an diesem Umbruch teil.